Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Letztes Mal diese Truppen sollten noch zu uns kommen, tun sie auch. Und wir haben dann 33, nein, haben wir nicht, nur 32. Aber wir müssen gucken, dass da auch irgendwas passiert. Die Zeit war letztes Mal angehalten, deswegen konnte da nichts passieren. Ich bin jetzt gespannt, wie wir es hinkriegen und ob wir es hinkriegen. So, das sind 22 plus 8 wären 30, wären 33, ne? Wären mehr wie wir wieder haben. Hier ist die Provence, da wird kapituliert. Die Auvergne ist von den Engländern besetzt. Spannungen sind da, warten wir mal ab. Österreich erhält einen Anspruch auf Lyonnais. Okay. Das ist hier. Und da wollen die Österreicher hin. Okay. Aber was machen wir? Das ist die nächste Frage. Die Belagerung läuft noch. Und, die müssen wir jetzt erstmal durchziehen. Was ist das? Bourbonnais, der läuft wieder zurück, oder was? Interessant. Hier müsste sich jetzt langsam mal was für uns tun. Das sind nur 19. Wir müssten dann, wenn wir das wieder zurück haben, sofort dahin marschieren und schauen, dass wir diese Truppen da angreifen. Das hat ja keinen Sinn. Unten waren noch 10 Engländer irgendwo, ne? Ja, da 18 sind's. Okay, alles klar. Ja, müssen wir gucken, was wir da jetzt machen. Es muss hier mal ein bisschen schneller vorangehen. Dass wir da was hinkriegen, ne? Geld ist auch ganz schlecht. Die haben schon wieder aufgestockt. Wo sind die hier unten? Ah, die marschieren gerade nach Norden. Funktioniert also auch nicht. Ich hatte die Idee, die hier unten abzufangen und dann zu zerstören. Ja. 33 Truppen. Wir wollen das Land dann mal wieder befreien, ne? Belagerung von Nemours ist dort. Alles klar. Ah, toll. Und wo gehen sie dann hin? Sie bleiben stehen. Minus 5% haben wir. Das ist nicht gut. Ja, ich möchte dieses Land wieder befreien. Das müsste ja mal klappen, oder? Irgendwas ist jetzt hier passiert. Ach so, da konnten wir was bauen, was jetzt nicht mehr geht, oder? Unruhen sind weniger. Ja, das Land ist immer noch im Krieg. Hier wird gekämpft, da auch. Hier ist Ruhe zurzeit. Ja, ich hätte gerne dieses Land befreit. Besetzt durch England. Das dauert ewig, bis wir das zurückerobern. Nachschubmangel, 35%. Ja. Wie gehen wir weiter vor dann? Das ist die Frage. Da angreifen? Schwierig. Finanziell sind wir auch am Boden. Ich glaube, wir können mal vorübergehend etwas schneller machen. Status quo. Was steht jetzt da? Chalois, die Belagerung von Chalois ist auch verloren. Der Krieg wird immer schlechter für uns.
Weiter geht's. Die marschieren nach Süden, die wollen da weiter vordringen. Ja, das haben wir geschafft. Jetzt müssten wir mal gerade gucken, was da alles reinwandert hier. Militärzugang vom Vatikan. Können wir knicken. Baden möchte auch noch für uns. Weiß nicht warum. Baden. Ja komm, den akzeptieren wir mal. Die Schweiz. Komm, das akzeptieren wir auch. Das sind da. Und was haben wir hier? Ihr könnt eine neue Idee investieren. Das sollten wir vielleicht auf jeden Fall tun. Quack, das war verkehrt. Sondern hier, was haben wir da? Nationalbank. Ja, das müssen wir tun. Die Wirtschaftsideen müssen wir voranbringen. Einnahmen durch Vasallen plus 15 und Kosten für die Annexion minus 10. Ja, gut. Das hier. Okay. Inflationsreduktions plus 0,1. Gut. Weiter geht's. Haben wir vielleicht auch im Hintergrund laufen lassen können. So, unsere Truppen. Ja, da sehen wir schon 29. Das ist ganz schlecht. Marschieren wir mal da lang und gucken, was passiert. Die haben auch zwei Sternchen hier. Die haben nur ein Sternchen. Sind die dann schlechter, besser? Weiß nicht, ne? Mal nach da oder direkt da rein. Komm, zack. 34 Truppen. Wir wagen den Angriff. Und die ziehen ab. Kann das sein? Die ziehen ab. Wir müssen die jetzt hier schlagen. Das hat keinen Sinn anders. Jetzt kommen sie zurück. Wir müssen diese Schlacht vorher gewinnen. Kurze Pause. Gucken, was da für Militärzugänge sind. Würzburg. Die Pfalz. Will ich alles nicht. Weiter geht's. Engländer müssen noch einsehen, dass wir diese Schlacht gewinnen, oder? Mann, 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 Mann. Drei Prozent sind sie unten. Und da kommen sie. Trennen sich da, warum? Komm, lass uns die Schlacht gewinnen, bevor die anderen ankommen. Das ist komisch. Bei uns wird das immer so sein, dass unsere Truppen nicht ankommen und die Schlacht wäre vorbei. Trier möchte Militärzugang. Nein, will ich aber nicht. So, und jetzt sind sie in der Überzahl. Und jetzt kommen noch mehr von denen. Alles klar, dann haben wir das Ding wieder verloren. Warum? Wir haben die Schlacht verloren. Super, ha? Genau so. Das ist super wünschenswert. Minus 4. Unfassbar für mich. Marschieren wir da lang, egal. 26, die auffüllen, das Auffüllen findet auch statt. Die haben 27, die Engländer, auch schön. Lebensmittelknappheit, da wird weitergearbeitet.
Normandie befreien, geht das? Wäre natürlich sicherlich ein wertvolles Land, ne? Hier, da geht's erstmal hin. Die drei Truppen, die machen wir doch erstmal kaputt. Wo ist denn das? Ach, da, okay. Da können wir auch nicht ändern. Den Nachschub müssen wir ja erstmal kaputt machen. Definitiv, die greifen uns da auch an. Den müssen wir aufreiben, auf jeden Fall. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht über den Ärmelkanal noch welche rüber, ne? Erstmal gucken, wo laufen die alle hin. Und guck mal, die 10 Truppen, die greifen uns auch noch an. Aber da kommt kein Nachschub hinterher. Und wir sind vorher weg. Das ist schon mal gut. Gehen wir nochmal einen höher. Ach, das wäre nicht, oder? Doch, wir ziehen auch da rein. Und suchen die direkte Konfrontation mit denen. Ah, guck mal an. Ah, wir müssen es schaffen, die zu erreichen, bevor die weg sind. Ah, schon wieder ein Kredit aufgenommen, das ist nicht gut und wir schlagen sie. Die Portugiesen bekommen jetzt erstmal Stress da oben. Die Engländer marschieren hier unten aber schon wieder. Stopp, da muss ich erst anhalten. Nationale Unruhen. Schicksal. So, jetzt lass diesen Kampf schaffen. Die lutschen weiter vor. Und wir werden wieder nicht schaffen, diese Truppen zu besiegen. Jetzt kommen sie schon mit der nächsten Armee. Und jetzt pass auf. Zack, die ersten sind da. Verstärken das Ganze und wir kriegen einen auf die Mütze. Wir kriegen es einfach nicht hin. Jetzt sind wir wieder in der Unterzahl. Und das Ding ist jetzt gleich wieder verloren. Es kommen noch 10 in den Rücken gefallen. Ja, schade, ne? Halten. Oh, da sind jetzt 38 und das wird jetzt... Okay, dann ziehen wir uns zurück. So ein Pech auch. So im Rückzug noch diese hier anstreifen, wird wahrscheinlich nicht Sinn machen, aber es könnte passieren, ne? Weil die da mal gerade eben rumstehen. Oder ziehen wir da durch dann? Ich glaube, da wird angegriffen dann, oder? Nee, noch nicht mal. Ja. Was soll man da sagen? So, jetzt sind sie wieder frei, die Truppen. Jetzt kommen die nach. Wir können nur weglaufen momentan. Aber das schaffen wir wieder nicht. Wir werden die angreifen können. Das ist gar nicht das Ding. Und das bringt uns aber nicht viel, weil die wieder hochkommen werden. Ziehen die schon hoch, die Engländer?
Es macht derzeit keinen Sinn. So, gehen irgendwelche Verhandlungen? Gute Frage, ne? Wir haben keinen Diplomaten frei, deswegen können wir das schon mal nicht machen. Wo ist er? In Auvergne. Super. Beziehungen verbessert. Können wir jetzt stoppen? Ja. Kurz warten, bis er da ist. Gut. Friedensangebot von Portugal. Die verhandeln nur in ihren eigenen Namen. Ja. Ich nehme das an, da habe ich gar keine andere Chance zurzeit. So, jetzt sind wir mit den Portugiesen nicht mehr im Krieg. Das heißt, wir haben hier nur noch die Engländer drum rumflitzen, würde ich sagen. Teilweise ist das ja ein bisschen besser. Da müssen wir gucken, welches Teil, ach so, das hier, Nabuat, das war das, was die wiedergekriegt haben. Na, okay. Da können wir erstmal mit leben. Das haben wir hier dadurch gerettet. Und dann müssen wir jetzt weiter gucken, dass wir das wieder hinkriegen, ne? Portugal, Waffenruhe 1470, naja, das sind 7 Jahre Frieden mit denen. Nummer haben wir, Häfen blockiert, ist klar. Land ist im Krieg, noch mit den anderen 3, 4 Mächten, während die Bretagne uns jetzt nicht das Problem ist. Da sollten wir für die nächste Runde hier mal die Bretagne besuchen und gucken, dass wir da erstmal was machen. Die portugiesischen Truppen sind raus, das waren ja doch einige auch. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.